Jetzt will ich Raikou wieder kämpfen lassen. Sehr gut. Ah, da ist noch eine. Ich glaube, das ist die letzte Trainerin. Wie soll ich ihr mein Hobby erklären? Ich spreche gern mit einer dunklen Stimme. Warum erfahre ich das? Sehr interessant. Paras. Okay, Mr. Raikou, Paras hat eine Vierfachschwäche gegen Feuer, aber dennoch setze ich jetzt mein Elektro-Pokémon ein und mache eine Geistattacke. Wie geistreich war dieser Satz? Fast so geistreich wie die Attacke Spukball. Aber der Gigasauger, der reißt sich die KP wieder zurück und macht mir gleichzeitig Schaden. Aber wie man sieht, nur so wenig, dass es sich nicht mal ansatzweise lohnt. Das wäre ich als Kommentator. Stellt euch mal vor, ich meine so Kommentator, naja, so halt wie Sportkommentator, aber sowas in der Art. Ist ja voll der coole Job für mich. Nur halt nicht wirklich für Sport, ich bin nicht wirklich sportbegeistert. Auch nicht Fußball oder sowas, ich meine, dann bin ich wieder der einzige Mensch, der wieder kein großer Fußballfan ist. Aber ey, da müssen wir durch. Ich gucke zumindest gerne Länderspiele, ist das was? Bei der WM bin ich wieder voll mit dabei. Okay, der hat Kreuzschere gemacht, aber ich habe das noch relativ gut weggesteckt. Und Venus Liebes. Oh, jetzt kommen wir mit der vierten Generation wieder an. Das ist bestimmt kein Problem. Ist er nicht? Ich glaube, der ist Pflanzegift, oder? Ich bin mir gar nicht mal sicher bei dem. Ausbringen. Okay, ich kenne die Attacke gar nicht mal. Ich wurde ausgewogen, das ist kein schönes Gefühl. Ich mach mal Knirscher drauf. Okay, die macht etwas weniger Schaden. Wollt's mal vergleichen. Okay, Raikou ist etwas low. Aber das passt schon. Zumindest gewinnt er ja noch. Okay, Venus Liebes, tschüss. Wir haben es geschafft. Bla bla bla. Wow. Gruselige Frau. Ja, ich wollte eigentlich nicht mit ihr reden. Gut, weg hier. Ich muss jetzt meinen Weg hier finden. Etwa, ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Jetzt muss ich noch ein paar Mal Zerschneider einsetzen, um Zeit zu schinden. Und um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt keinen Bock, jetzt nochmal zurück ins Pokémon Center zu rennen, ne? Nach der Aktion hier. Aber gut, ich gehe mal nicht ins Pokémon Center, weil eigentlich ist ja nur Raikou beschädigt. Tornado minimal. Ich speichere nur vorher noch ab. Ich glaube nämlich, dass ich diesen Kampf viel besser gewinnen kann. Ich meine, gegen Pflanzen, ja doch, gegen Pflanzen-Pokémon mache ich einfach dicken Schaden. Und jetzt mit einem dicken neuen Ho-Oh im Team sollte es auch nochmal richtig fit gehen. Weil den werde ich jetzt zwar nicht unbedingt einsetzen, aber falls es wirklich dazu kommt, dass alle anderen besiegt werden, dann rettet der. Oh, hallo, ein echt schönes Wetter. Das wir nicht heute wieder haben. Im Zeichensatz wäre falsch vorgelesen. Egal, ich könnte auf der Stelle einschlafen. Mein Name ist Erika, ich bin die Arena-Leiterin von Prismania City. Oh, du kommst aus Yato. Warum sage ich sowas, ne? Okay, aus Yoto sagst du. Na hallo, nett dich kennenzulernen. Neben meinen Blumensteckkünsten habe ich mein ganzes Leben lang pausenlos meine Pokémon trainiert. Ich werde nicht verlieren. Das wollen wir doch mal sehen. Mysteriöse Frau im Mantel. Aber was die immer für ein Teil da trägt. Irgend so ein japanisches Kimono-Kacke. Diese anderen. Und die startet mit Papunga. Das kann mich natürlich locker wegfetzen, aber ich hau schnell noch meine Elektroattacke drauf. Das Gute ist, ist es Flug vom Typ auch und dadurch wird meine Schockwelle ganz neutral. Und kann ihren gewohnten Schaden machen, was aber nicht mal so viel ist. Kehrtwende. Autsch. Und die darf man noch austauschen als Pokémon während der Aktion. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ich wäre so oder so jetzt down. Dann mache ich einfach noch so zum Abschluss einen Spukball und dann bedanke ich mich bei Raikou für seine treuen Dienste. Und lass einfach jemand anderes ran. Strauchler. Ach ja, die Attacke kenne ich. Ich glaube, die hat gar keinen festen Angriffswert, sondern ist, glaube ich, vom Gewicht des Gegners so abhängig. Garados, was hast du? Oh, der hat Eiszahn, da nichts wie rein mit dem Jungen. Oder mit dem Mädchen, ach man. Aber Garados, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Ist für mich so der typische Typ. Kumpeltyp.
jetzt wo er noch Eiszahn drauf hat. Ah, oh, Sonnenschlag. Okay, sollen die haben. Für Solarstrahl oder sowas. Verstärkt aber auch meine Feuerattacken, wenn ich die mal einsetzen würde. Also wenn ich ein Pokémon drin hätte mit welchen. Also eigentlich unterstützt mich das dann. Okay, Blättersturm. Das kann, glaube ich, recht guten Schaden machen. Ich glaube, war das Blättersturm, die wie Fuchtler so ähnlich funktioniert. Wow, das... Nee, okay, die Attacke kenne ich gar nicht, aber die funktioniert genau wie Hitzekoller. Ich glaube, hat Stärke 150 und senkt dafür Angriff, Spezialangriff sehr stark. Dass die Attacke beim nächsten Mal nicht mehr ansatzweise so fett reinhauen können. Da hat mir auch richtig eine gegeben, bevor, naja, er besiegt wurde. Jetzt kommt Tangela. Ich bleib mal drin mit Gyarados, der macht ja eigentlich eine gute Arbeit. Tangela, der hat gar nicht mal die Entwicklung, Tangolos oder so. Krass. Weil Tangela sieht so klein aus im Vergleich jetzt zu den anderen Pokémon, die er eingesetzt hat. Und ich überlebe nicht, Volltreffer. Ich weiß nicht, ob ich sonst überlebt hätte. Na gut, dann Lugia. Oh, Luft. Ich kann. Kann ich. Nee, werte nochmal fliegen drauf. Hab ich's hoch gegeben? Tatsächlich. Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, Lugia kann fliegen. Aber egal, Luftstoß ist ja eigentlich noch eine viel fettere Attacke. Kommt wieder ausbringen. Wow, wow, wow. Was für ein Schaden. Ey, der hat jetzt zwei Volltreffer hintereinander gemacht. Der Typ gefällt mir gar nicht. Frisst den dicken Luftstoß. Der macht den Schaden. Okay, Tangelas Geschichte. Der Volltreffer King. Gefällt mir nicht. Okay, ja, Mann, heilen. So gefällt mir das. Und jetzt setzt ihr entweder ein paar Punkte ein oder ihr viertes mysteriöses letztes Pokémon. Bluebella, okay. Kann es gerne sein, die Entwicklung von Duflor, also die alternative Entwicklung. Aber ist so klein, das ist eine Endentwicklung. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Pokémon sieht so furzig aus. Okay, es ist nicht so ein dicker Schaden. Und Luftschloss hingegen, ja, yeah, das ist so eine richtige Männerattacke. Oh, yeah. Okay, jetzt muss ich das noch einmal schaffen. Oh, der hat noch eine Beere bei sich, oder was? Okay, die halt gar nicht mal zu wenig. Ich glaube, das könnte sogar vorkommen, dass ich es mit noch einem Luftstoß jetzt nicht mal besiege. Naja. Oder ich trick's das einfach aus und versuche mal Psychokinese zu machen. Weil ich will, wenn ich es im roten Bereich habe, oder wenn ich Bluebella im roten Bereich habe, dann kommt ja wahrscheinlich ein Top-Trank oder sowas. Und, oh, es kann Synthese. Ach, was für ein Drecksviech. Okay, das macht natürlich meine ganze Taktik jetzt wieder total kaputt. Egal, dann gehe ich wieder mit hoher Luftstoßgewalt von, bis es besiegt wird. Das Beste ist, für solche Aktionen kriege ich immer noch ein bisschen Heilung drauf. Seht ihr, 96 KP und jetzt sind schon 106. Und da kommt der neue Sonntag. Okay. Sonne scheint, damit kann ich leben. Und der dicke Solarstrahl. Wow, okay, das könnte. Na, ist ja nicht sehr effektiv, ne? Aber es ist trotzdem ein starker Attack. Ja, es geht. Macht mich also viel Schaden. Ist gegen Pflanzen-Pokémon mich einfach mal sehr gut gewappnet. Gyarados ist neutral und hat eine Attacke, die sehr effektiv ist. Also ein bisschen doch schon in der besseren Richtung. Lugia ist sehr gut gegen die. Ho-Oh ist sehr gut. Tornupto ist sehr gut. Was habe ich noch für ein Pokémon? Ich hätte noch eins mehr. Krass, ich habe. Nee, Relaxo hatte ich noch. Okay, Relaxo ist auch neutral. Also Elektro-Pokémon, da bin ich nicht so gut so oft zu sprechen als Gegner, aber das hier ist schon eher mein Fall. Und jetzt setze ich einmal Tornupto ein, weil der freut sich doch bestimmt auch noch, wenn er in einer Pflanzenarena mitmischen kann, die er locker im Alleingang machen kann. Oh, Papunga ist weg. Bloß keine Samthandschuhe, gib alles, was du hast. Du willst alles. Oh, was? Egelsam, scheiße. Okay, aber ich hoffe, ich one-hitte es einfach. Dann macht dieser Egelsam mir gar nichts. Egelsam ist übrigens meine absolute. Das habe ich letztens festgestellt. Ist wirklich meine absolute Lieblingsattacke. Der Gegner wird besamt. Bepflanzt, verliert jede Runde KP, die man selber dann wieder bekommt. Das ist noch nicht mal allzu wenig.
Absolute geilste Attacke ever. Verzeih mir, ich habe dich unterschätzt. Okay, das ist echt eine Entschuldigung wert. Ich gebe mich geschlagen, du bist wirklich sehr stark. Hier, nimm diesen Farborden. Yeah, wir haben den vierten Orden. Ich bin der coolste Mann. Das ist ganz, ganz ausgezeichnet, da kam ich mal beeindruckt. Oh, toll. Gigasauger bekomme ich auch noch. Eine teuflische Attacke, ja. Hat denn nicht irgendeiner meiner Pokémon mal Gigasauger? Ich habe... Niemand verliert gerne, aber es wird immer anspornend, wenn man einen starken Trainer begegnet. Gut, kann irgendjemand überhaupt Gigasauger erlernen? Da ist er. Das ist eigentlich eine ganz coole Attacke. Nein, okay, doch, Lugia und Ho-Oh können das. Ich fürchte, keiner von beiden hat wirklich Platz für die Attacke, oder? Obwohl, doch, Lugia hat doch Regentanz. Regentanz, ganz ehrlich, auf die Attacke kann ich sehr gut verzichten. Da hier war meine Pflanzenattacke. Okay, seht ihr, jetzt bin ich voll cool mit Lugia. Und Lugia ist doch auch... Ja, okay. Den Spezialangriff und Angriff sind gleich hoch. Oh. Das wusste ich nicht. Ach ja, weil, na, einfach nur so. Eine niedrige Verteidigung und dafür höhere Initiative. Das will ich aber nicht. Das ist voll die uncoole Art. Dann tauschen wir noch. Ja. Und dann speichere ich. Und dann habe ich es. Zumindest für die Arena. Nee, dann habe ich es noch nicht. Ich muss die Arena auch noch verlassen. Dann habe ich es. Ne, Speichervorgang. So läuft das hier. Mal hinhocken. Wieso hockt er sich eigentlich immer hin, wenn man speichert? Das habe ich nie angesprochen, wo ich mich schon immer gefragt habe. Jetzt muss ich nur schaffen, diesen Ort hier wieder zu verlassen. Dann habe ich alles erfolgreich absolviert hier. Oh Mann, wenn die wenigstens mal einen einfachen Rückweg einbauen könnten, ne? Das war... Oh Mann, was mache ich hier gerade? Ich bin sichtlich verwirrt. Hier geht's irgendwie da lang. Die Mädchen müssen eigentlich unbedingt jetzt im Weg stehen, oder? Dann hier rein, nein, hier rein. So etwa. Dann da. Ich bin schon so nah, aber irgendwie auch nicht. So, da. Ne. Nicht ganz. Boah, wo ging's hier nochmal raus, ne? Ich kann auch nirgendwo hier rein wandern. Wie war nochmal der Schritt zum Ausgang jetzt? Vor allem weiß ich nie, welche Wand hier offen ist. Ne, so nicht. Ah, ja, geschafft. Boah, das war furchtbar. Okay, dann, Mutter ruft wieder an. Ich fliege mal. Guck mal, wo ich jetzt hinfliege. Wow. Bester Flug aller Zeiten. Ich fliege einfach mal in die gleiche Stadt, wo ich schon war. Nur so geht's einfach schneller in Pokémon Center zurückgehen. Zurückzugehen. Ja, wollen ja richtig reden. Ja. Ja. Und heilen und alles. Also manchmal ist trotzdem in die gleiche Stadt zu fliegen echt der schnellere Weg. Ich meine, das hätte ich den Weg zurücklaufen müssen und zwischendurch noch Zerschneider einsetzen müssen. Das dauert eine Ewigkeit. Naja, gut, dann haben wir ja ziemlich viel gesehen. Ich glaube, die Folge können wir auch gleich beenden. Ich fahre nur schon mal in die Richtung, wo ich das nächste Mal hin möchte. Und zwar hier lang, Route 16. Warte, was haben wir denn da? Die sieht auch wieder ganz anders aus als im alten Spiel. Okay, Raiku, mach mal auf hier und dann gucken wir. Hier ist ein Haus. Okay, wir wollen zumindest mal gucken, was in diesem Haus drin ist. Wenn du weiter für den Radweg hin, ab, raus, kommst nach Fuxania City. Okay, toll. Hallo, hallo, möchtest du einen hippen Spruch? Ja, immer. Nun gut, der hippeste Spruch lautet Kreuzstech. Warum verschwende ich meine Zeit damit? Gut, ja. Oh, toll, man muss den Baum nochmal zerschneiden, um hier wieder rauszukommen. Ja, gleich kommt nämlich der Radweg und wir dürfen nur mit dem Fahrrad hier lang. So, nämlich hier. Na, du musst auch dein Fahrrad benutzen. Na gut, so zufrieden. Da, er redet nicht mehr mit mir. Perfekt, so, und soweit ich weiß, sind ja auch ganz viele Trainer unterwegs. Hier fährt man automatisch, oder? Ne, hier kommt sogar die Musik. Und guck mal, wie das Gras sich unterscheidet. Ich meine, Route 16.
Alles klar hier. Route 17, plötzlich ganz anderes Gras, Musik und alles anders. Eigentlich eine ganz neue Welt, schon ganz komisch, ne? Egal, beim nächsten Mal fahren wir den Weg runter und kommen nach Fuxania City, eine Stadt, die ich auch noch nie erforscht habe. Und da erlebe ich noch mehr verrückte Abenteuer. Also, bis dann.